Der Knochenbrecher Tanner Hanken und sein Lehrling Anton erreichen in Florida den malerischen Ort Ocala. Traudl und Willy Bongas aus Deutschland haben sich hier ihren Lebenstraum erfüllt. Ihre Hope Hall Farm bietet alles, was das Reiterherz begehrt. Außer den Pferden leben hier noch die kleine Dogge Pepper, der stattliche irische Wolfshund Shameless und eine Ziege namens Bruno auf der Ranch. Moin! Moin! Gut gereist? Ja, ich hatte ein bisschen mehr Platz und hier, dann ging das. Oh. Aber sonst, Flieger sind ja alle ein bisschen knapp, nicht? Ein Hund so groß wie ein Pony. Der Knochenbrecher lernt nun erst einmal den irischen Wolfshund Shameless und die 8 Monate alte Dogge Pepper kennen. Und er hat auch gleich eine ganz besonders innige Beziehung zu ihm. Eine quasi feuchtfröhliche, könnte man sagen. Aber große Hunde habt ihr, mein lieber Schwan. Ja. Einer will noch groß werden. Wer bist du denn? Hallo? Ach, hallo? Oh, die macht aber gut leid. Wer bist du denn? Eine kräftige Hundezunge im Nacken wäre jetzt was Feines. Ja, jetzt kriegen wir noch ein bisschen Küsschen von hinten. Die Haare werden gegelt. Pepper. Pepper, du willst Friseur werden, wa? Komm jetzt her. Danke, du. Ja. Super drauf, aber weißt du, was ich sehe? Diese Allergien. Ja. Der muss ein bisschen andere Magenkulturen haben. Und das geht ganz einfach. Okay. Das ist eine Übersäuerung. Der Hund wird mit den Giften nicht klar. Und weil ein Hund nicht schwitzen kann, und dann kann er noch nicht so viel ausscheiden, dann fängt er an, alles durch die Haut abzudrücken. Dann fängt die Haut an zu jucken und dann kommen die Allergien. Kein Weizen, keine Flocken. Gestrichen. Nee, kriegt sie nicht. Sie hat nur Grain. Sollte ein Hund Trockenfutter fressen auf der Welt, wäre er ein Vögelchen geworden. Das Problem ist einfach mit dem Hund, er kann gar nicht kauen, er hat keine Mahlzähne. Da gehört nichts rein, was trocken ist. Ja. Ich habe meinen Doggen immer Gammelfleisch gegeben. Eine Woche geschnitten, rein in die Sonne. Nun haben wir diese Temperaturen nicht. Hier wird das wahrscheinlich in 3 Tagen schon aufgekocht. Wenn der Deckel vom Plastikeimer runterfliegt, ist das Essen fertig. Seamus, Tatze, danke. Ich. Ja. Wann waren die mit der Waschmaschine hier? Der Typ hat sich nicht aus... Der hat sich nicht getraut, auszusteigen. Der macht ja was her. Ein Schwatzer, der sah aus wie so ein Football-Player. Weißt du, 2,20 Meter, so ein Kreuz. Der saß im Auto drin. Und ich sag... Nee, ich sag immer, wenn die fragen, beißt der? Dann sag ich immer, nee, der beißt nicht. Der schluckt alles ganz. Aber bei den Hunden ist das ja wie bei den Menschen. Die großen Dicken sind die Guten. Genau. Ja. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Ich habe eben was Witziges gesehen bei euch. Ja? Ist mir eine Ziege entgegengekommen mit einer Decke. Jetzt ist ja, man kann es ja gar nicht glauben, warmes Amerika und eine Ziege mit einer Decke. Ist das eine Memme? Nee, Bruno ist 8 Monate alt, eine Nubienziege, die also auch mal irgendwann so groß sein wird wie der Seamus. Und... Das Problem ist nur, er weiß nicht, dass er eine Ziege ist. Nein, der ist groß geworden mit dem irischen Wolfshund und der meint wirklich, er ist ein Hund. Er sieht halt nur aus wie eine Ziege. Ja, können wir gerne machen. Hauseingang ich ruf den und dann wird er normalerweise auch kommen. Ja, sonst kann man ja nicht sehen. Oh, sie holen Bruno. Müsst ihr hin, Bruno holen? Oh, Achtung, Anton. Der kommt gerade angerannt. Er kommt, man hört ihn schon. Ihr müsst Bruno. Ja auf Englisch sagen. Nee, das ist Stopp Plattdeutsch. Auf Englisch. Bruno! So, das ist hier Plattdeutsch gewesen. Komm schnell! Bruno! Ja, komm schnell! Ja, komm schnell! Der ist echt wie ein Hund. Der denkt echt, Traudl ist die Mama. Komm, wenn der, Bruno. Wenn Traudl ruft, was hier vor dem Haus, da, stopp! Also Bruno wird für sein Leben gerne hier im Haus wohnen, weil Traudl ist einfach seine Mama. Aber hier vorne an der Eingangsschwelle ist für mich die Grenze. Und sie springen gut, Ziegen. Das meinst du, schnell die auf die Stränke kommen. Oh nein, jetzt zieht er die Jacke aus. Ja. Ist er hübsch. Bruno glaubt zu 100%, dass er ein Hund ist, weil er ist mit einer ganz alten Dogge groß geworden und dem irischen Wolfshund und jetzt hier halt mit unserer kleinen Dogge. Deswegen hat er auch überhaupt keine Probleme mit den Hunden und orientiert sich auch an denen.
Und ja, wir haben ihn auf einer Auktion gekauft, weil die Dame, als wir reinkamen, sah, dass wir eigentlich optimale Opfer sind. Weil die hat uns gesagt, er ist ein 4 Wochen altes Flaschenkind. Und we will eat him, we will feed him and then we will eat him. Und das war natürlich eine Aussage, wo wir genau wussten, dass das nicht passieren wird. Und ja, dann haben wir geboten und wir waren mit Freunden und wir waren alle so hektisch, dass wir nachher herausgefunden haben, dass wir ihn viel günstiger hätten erwerben können, weil wir gegeneinander geboten haben. Und er ist halt immer noch ein Flaschenkind. Wir haben das jetzt reduziert auf eine Flasche. Und super. Ich würde das ganz, ganz toll finden, Tamme, wenn die Möglichkeit besteht. Der Bruno hatte im September einen Autounfall und hat sein rechtes Hinterbein. Das war also schon arg verletzt und so äußerlich kann man nichts mehr sehen. Aber wenn er langsam läuft und wenn er steht, sieht man, dass da nicht nur, ich denke mal, dass da Bänder oder ich weiß nicht, was noch in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Dann gehen wir mit der Ziege hier mal auf den Tisch und machen Menschen glücklich. Ich würde sagen, wir gucken uns Bruno draußen mal an. Okay, prima. Bruno hatte eine unschöne Begegnung mit einem Auto, hat aber wohl Glück im Unglück gehabt. Tamme Hanken schaut sich Bruno mal etwas genauer an und erfährt Einzelheiten über den Unfall. Er schläft wahnsinnig gerne in der Sonne. Das heißt, jetzt würde er sich dann irgendwann, sag ich mal, da wo das Kätzchen sitzt, würde er sich hinlegen und da hat er sich gesonnt. Und ein Auto kam und der Fahrer hat es wirklich nicht gesehen. Und ich habe es von innen gesehen. Ich konnte die Art, wie das Auto hier in die Einfahrt kam, wusste ich, der Fahrer sieht den Bruno nicht. Und dann bin ich die Haustür raus und in dem Moment war dann schon klack, klack. Und da ist er halt runtergekommen. Und dann Ziegen können, was ich nicht wusste, wahnsinnig laut schreien. Also das geht einem wirklich sehr nah. Hier, das Innenseite war komplett auf und der Huf war ab. Und das wächst jetzt alles nach, aber dadurch, dass er das so schief belastet, wächst das natürlich auch sehr schief nach. Das ist hier nicht schlimm. Hier würde ich die Zehspitze noch mal abkneifen. Okay, und der war ganz weg. Also der war, da war das Horn ganz weg. Der Horn ist scheißegal. Okay. Das, was wichtig ist, ist dran geblieben. Okay. Die Ziege wird sich völlig regenerieren. Da ist auch nichts ausgerenkt oder was. Die ist gut zufrieden. Das ist nur der Fuß. Damit es nachwächst, gibst du denen immer eine Drittelflasche dunkles Bier am Tag mit in seinen bisschen Hafer oder was mit rein. Pferde. So, da haben wir jetzt mit rein, dann wächst die Klaue schneller nach. Ja. Dann siehst du zu, dass die Zehe nie so groß kommt, dass es wieder abbricht. Da muss jetzt mal ein bisschen gekniffen werden. Nicht knapp schneiden, ruhig so ein Stück stehen lassen, aber nicht eben 4-5 mm. Dann bricht das nachher ab und dann kann wieder zu viel abbrechen. Abbrechen, okay. Nichts einschmieren, Wasser an die Füße ist gut. Okay. Wasser. Du kannst ja mit deiner Ziege schwimmen gehen oder was. Irgendwie sowas in der Art und Weise. Und hier mit Malzpeter bist du schon vorne dran. Gut. Die ist aber ja noch richtig am Wachsen, die Ziege. Also Nubien, wurde uns gesagt, ist eine der größten Ziegenrassen, die es gibt. Und ich hatte eine Dame hier, die auch eine Nubien-Ziege hatte. Charlie, die ist 16 Jahre alt geworden. Und die sagte, die war also sicherlich so groß wie der Seamus.